Gut, machen wir noch ein kleines bisschen weiter. Nochmal, was vielleicht, das sieht so albern aus, aber es gibt auch noch einen Begriff, und zwar in der Stochastik. Das hört sich so bekloppt an, aber naja. Es gibt auch das sogenannte unmögliche Ereignis. Was wäre zum Beispiel ein unmögliches Ereignis? Also in Bezug auf unsere Dartscheibe. Wo müsste ich ihn hintreffen, dass es unmöglich ist? Jetzt haben wir lustigerweise die verschiedensten unmöglichen Ereignisse für einen Würfel zum Beispiel festgelegt, wenn der Würfel davonrollt, wenn der Würfel runterfällt. Warum ist das unmöglich? Weil wir vorher gesagt haben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, diese Ereignisse können eintreten. Bezogen auf unsere Dartscheibe wäre alles, was hier im Äußeren, also was hier sogar blau jetzt noch unterlegt ist, das ist treffbar. Wenn ich aber hier daneben treffe, ist es schon kein echtes Ereignis mehr. Das ist ein unmögliches Ereignis. Das passt nämlich nicht zu der Ereignismenge, die ich vorher festgelegt habe. Das heißt, wenn ich eigentlich sage, wenn ich das mengenmäßig betrachte, dann schriebe man in diesem Fall, naja, das ist ein bisschen verrückt, wenn ich das. Ich greife mal ein bisschen vor, dann würde ich diese Menge als 0 bezeichnen. Da ist nichts drin, das gibt es nicht. Also hier wäre nirgendwo ein Treffer drin und demzufolge gibt es hier keinen Treffer und dann muss ich einfach eine leere Menge so kennzeichnen. Haben wir schon mal vorsichtig angedeutet. Was anderes, es gibt noch ein Wort. Es gibt das sichere Ereignis. Das hört sich jetzt alles so krümelkackerisch an, ich weiß. Was ist ein sicheres Ereignis? Richtig. Ja. Übrigens, wenn ich hier diese Dartscheibe nehme, ich mache das meinem Vorbild nach, Professor Lowischach, der hat die auch genommen. Ich finde das einfach genial. Das ist die beste Möglichkeit, das zu erklären. Sonst kommt man hier ein bisschen ins Schlingern. Also, jetzt müssen wir noch einen weiteren Buchstaben, den kennen wir aber aus der Elektrotechnik. Das ist das Omega. Das ist ein sicheres Ereignis bezogen auf die Dartscheibe, ist das hier überall. Also A, hier das Grüne, das Blaue, alles. Egal welches. Das ist also die Menge aller Ereignisse, die ich vorher festgelegt habe. Erinnern wir uns nochmal an unser Zufallexperiment. Ich muss die Menge der Ereignisse, die passieren können, wissen. Die müssen bekannt sein. Das ist also, hier in der Dartscheibe ist es alles. In Dartscheibe ist es alles. Und wir können auch sagen, Omega ist die Menge aller möglichen Ereignisse. Wir amüsieren uns deswegen, weil ich hatte vorhin das Wort Krümelkacke gesagt und wenn man dann die Bildunterschriften sehen möchte, wenn man praktisch meine Worte dann mit YouTube in Sprache übersetzt, naja, das wird bestimmt lustig. Also, ein neues Wort für YouTube, Krümelkacker. Nochmal zusammengefasst, ein sicheres Ereignis kann ich auch als Omega bezeichnen und Omega ist die Menge aller möglichen Ereignisse. So, naja, dann müssen wir uns über weitere Dinge unterhalten. Ich mache mal Pause. Nochmal, ein unmögliches Ereignis heißt, also es ist eine leere Menge, da passiert nichts, da ist 0, da kommt nichts bei rum. Mal eine andere Frage, was ist, wenn A geschnitten B gleich 0 bedeutet? Was heißt das? Das müssen wir jetzt mal durchdiskutieren. Nochmal, A geschnitten B, erinnern wir uns nochmal, das ist die grüne Fläche. Wenn die aber 0 sein soll, was kann das bedeuten? Ich lasse nochmal die Dartscheibe zu sehen. Und jetzt Pause drücken zu Hause, wir drücken auch Pause und diskutieren das mal durch. Mal sehen, ob wir alle zum gleichen Ergebnis kommen. Nochmal, was bedeutet, wenn A geschnitten B, also das Grüne, gleich 0 sein muss? Was muss ich dann machen? Sehr schön. Dann bedeutet das eigentlich so eine Skizze. Ich habe meine Dartscheibe, aber ich muss A und B extra malen. Die dürfen sich nicht überschneiden. Das bedeutet sowas. Ich müsste so eine Dartscheibe haben. Also keine Schnittmenge. Das bis dahin. Jetzt brauchen wir noch einen Begriff. Und dann sind wir schon fast durch. Und zwar erinnern wir uns mal an Folgendes. F
von x ist zum Beispiel 3 mal x plus 5, dann bedeutet das, ich habe hier eine Funktion vorliegen, eine Art Maschine. Und zwar, ich gebe einen x-Wert vor, Beispiel f von 4 bedeutet 3 mal, und jetzt wird die 4 verarbeitet und zum Schluss eine 5 dazugezählt. Und genauso wie die Funktionsschreibweise, werden wir jetzt eine Schreibweise wählen, damit wir rechnen können. Also, jetzt brauchen wir noch ein Wort. Wenn ich sage p von Omega, wir werden uns gleich darüber klar werden, was das ist und wie viel das ist. Das kann man nämlich ausrechnen. Dann bedeutet das, mal ausgesprochen, die Probability, die Möglichkeit. Die Möglichkeit, also das, davon kommt es, die Möglichkeit von Omega. So könnte man das übersetzen. Und wie groß ist denn die Möglichkeit von Omega? Erinnern wir uns, Omega sind die Menge aller möglichen Ereignisse. Wie groß ist die Möglichkeit aller möglichen Ereignisse? So kann man fragen. Gut, wir haben das jetzt durchdiskutiert. Also die Möglichkeit, dass ich eins von allen möglichen erwische, ist 1. Andersrum gefragt, ich könnte auch so fragen, dass ich sage, das ist eigentlich, naja, rechnen kann man nicht dazu sagen. Wie groß ist die Möglichkeit, dass ich was Unmögliches erwische? Na, die ist 0, hatten wir auch durchdiskutiert. Gut, das passt jetzt noch in die paar Minuten rein. Wir machen das wie folgt. Wir müssen uns klar werden, die Ereignismenge Omega, zum Beispiel, wir bleiben jetzt mal bei unserem Würfel, weil das immer sehr schön anschaulich ist, die setzt sich zusammen aus Elementarereignissen. Ich mache das anhand eines Beispiels. Elementarereignisse. Elementarereignisse sind zum Beispiel beim Würfel jedes einzelne Ereignis. Also, die Elementarereignisse beim Würfel, um dieses Wort geht's, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keine anderen. Und wie schreiben wir das jetzt auf? Wenn wir zum Beispiel sagen, ich hatte hier oben gesagt, es fällt eine Zahl größer 4 oder es fällt eine Zahl 5 oder 6. Wie schreiben wir das? Beispiel. Wieder ein Beispiel. Schreibweise. Diese Elementarereignisse zusammenfassen, das machen wir mit solchen geschweiften Klammern. Also, Schreibweise für, wieder ein Beispiel, es fällt 5 oder 6 wieder auf unseren Würfel. Ne? Dann schreiben wir das so, ist gleich, jetzt eine geschweifte Klammer, 5, 6, geschweifte Klammer zu. Die gefällt mir nicht hier. So. Oder es fällt größer 4, was ja das gleiche ist. Schreiben wir die Elementarereignisse 5, 6 rein. Oh. Und wenn ich jetzt an diese Rechenregel hier p von ran möchte, dann würde ich zum Beispiel schreiben, die Möglichkeit, dass, und jetzt kommt die geschweifte Klammer in diese Funktionsklammer rein, so wie f von x, sagen wir p von Omega, p von Ereignis, p von e, p von a, p von x, p von sonst was, dann schreiben wir hier rein, die Möglichkeit, dass eine 5 oder 6 fällt, und das hatten wir vorhin auch schon durchgerechnet, ist gleich hier ein Sechstel und noch ein Sechstel, also ein Sechstel plus ein Sechstel. Und das können wir zusammenfassen als ein Drittel. Das ist dann das Ergebnis. Also das hier könnte ich jetzt mal weglassen und kann gleich ein Drittel sagen. Wir wissen ja, wie es zustande gekommen ist. Oder die Möglichkeit, dass auf unseren Würfel, dass eine 4 fällt, ist ein Sechstel. Ein mögliches, ein günstiges Ereignis, nämlich günstig in Form von, es ist die 4, hurra, jawohl, von 6
möglichen Ereignissen. Hier gibt es eine Frage. Ja, danke. Hier habe ich die 6 vergessen hinzuschreiben. 5 oder 6, ne? Okay. Oder größer. 4 oder. So schreibt man das. So, wie es dann später weitergeht, dann machen wir dann hier wieder so ein... Ich mache dann hier wieder einen Verweis. Sobald wir was Neues wissen, melden wir uns hier. Und dann geht es da in dem nächsten Video weiter. Wer das weiß, ich... Kennzeichen die ja mit Teil 1, 2, 3 und so weiter. Also es lässt sich dann finden und entsprechend sind sie dann noch eingeordnet in dem Thema Stochastik. Für heute vielen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Mitarbeiten und schönen Feierabend.